Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer Arbeitrunde Project Ozone 2 Kappa Mode. So, ich habe jetzt mal in der letzten Folge hier, nach der letzten Folge alles überprüft. Jetzt sollte wieder alles angeschlossen sein. Hier war ja das Problem, dass hier Smart Cable angeschlossen hatte, kein Dense. Ja gut, ne, dann, wenn da nur so zwei Reihen angeschlossen sind, ne, ja, dann ist das schon GG. So, hier können wir kurz unsere Erfahrung ein bisschen reinpumpen. Hier sieht es danach aus, dass wir heute fertig werden, wenn wir ein Demon's Deal of the Eighth Magnitude kriegen. So, ich habe da schon gerade Demon's Deal in die Warteschlange geschickt, da ist auch noch gut dabei, also wir können mal gucken, wie weit wir jetzt kommen. So, Demon's Deal of the Second Magnitude. Einmal ganz kurz warten. Der Server braucht ein bisschen lange. So, dann 616 zu Demon's Deal of the Third Magnitude. Dann Fourth. Fifth. Das sieht gut aus. Sixth. Das sieht nicht gut aus. Gut, wir haben 2-7. Den Rest werden wir dann einfach jetzt laufen lassen. Währenddessen können wir mal gucken. Wir waren ja noch beim Osmium-Kompressor dabei. Den sollten wir jetzt langsam hinkriegen. Wir brauchen wieder die Transistoren. Machen wir 12 Stück, damit wir 2 PCBs machen können. Also 4 insgesamt. Dann haben wir 1, 2. Dann die Elite Control. Na. Okay, wie sieht das mit Circuits aus? Die haben wir noch gar nicht auf Autocraft, ne? Genau. Dann machen wir einmal so aus. So. Dann würde ich ganz ehrlich sagen, komm. Weil was können, was soll der Geiz? Jetzt nur ein Problem, hier ist es voll, ne? Irgendwas, was heraus. Ich glaube, Porkchop brauchen wir momentan gar nicht mehr. Und ansonsten, wir können ja noch weitere Interfaces anschließen, ne? So, jetzt einmal den Circuit. Da brauchen wir so eins. Und wir brauchen. Wo haben wir das Rezept? Wo haben wir das? Da. Machen wir so. So, Metallurgic haben wir da. Und das packen wir da rein. Das heißt, wir machen schon mal so. Das sollte jetzt relativ schnell gehen. Oder? Hallo? Ah, okay. Alles gut. Ich habe mich gerade eben noch ein bisschen gewundert. Okay, und dann sagen wir 'Circuit dat und dat gibt dat. So. Dat machen wir dann auch mal. Und jetzt sollten wir sagen können, du machst uns zwei von den. Aber kein Rezept für Reinforced Alloy.
Ich bin schon wieder viel besser drauf, wie ihr merkt. Okay, das ist einfach. Alloy. Du machst aus dem. Machst du dem. So. Das kommt dann auch in den Mutant Metallurgic. Ja, ja gut, ne? Da ist jetzt das noch am Laufen. Wie viel Demon Steel haben wir jetzt? 240. Mal gucken, ob das reicht. Ich bezweifle es. Wobei, wir haben ziemlich viel über. Mit ein bisschen Glück. Reicht es genau nicht aus. Mist. Ein mehr. Wir müssen eigentlich nur noch auf ein Fifth kommen. Das war's dann. Weißt du, was wir mal machen können? Oder? Nee, das machen wir später. Ja gut. Was ich aber mal ganz kurz mache, ist 861 sind das noch. Die Temperate-Set ist wieder da, gut. So, jetzt sollten wir ja sagen können, dass er hier von 2 macht. Ich merke gerade, dass ich wieder ein bisschen husten muss, aber es klemmt noch so ein bisschen fest. Ich trinke mal ganz kurz was. So. Hoffentlich hilft das jetzt was. Der hängt jetzt hier gerade fest. Was fehlt? Also, der macht jetzt die noch zu Ende. Ja, gut. Da muss ich mal gucken. Das muss ich ein bisschen anders machen, dass ich die vielleicht hier hinten in den klatsche. Okay. Das ist gut zu wissen. So. Auf jeden Fall. Jetzt sollten wir dann auch hier die Circuits haben. Jawohl. Wir können dann wieder auf den Osmium-Kompressor gehen. So, der Osmium-Kompressor. Wir brauchen jetzt noch einen Basic Gas Tank. Wir brauchen 4 von denen. Ja gut, dann machst du eben noch einmal 2. Kurze Erinnerung, wofür machen wir die ganze Mist eigentlich? Wir brauchen Refined Obsidian Ingots. Ist an sich kein Thema. Wofür brauchen wir die? Wenn wir mal hier irgendwo gucken. Hier. Wir brauchen für den kleinen Kumpel, den Robert, brauchen wir 2 Stück. Mit dem Robert können wir den Digital Miner machen. Mit dem Digital Miner können wir sehr, 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 sehr entspannt Erze aus dem Boden holen. Heißt, im Klartext jetzt die ganzen Galactic Craft Erze wird danach ein Witz da ranzukommen. Sehr schön. Osmium Kompressor haben wir noch Refined Obsidian. Natürlich nicht. Macht davon mal 2. Vielen Dank. Dann brauchen wir. Ich nehme 4 Osmium-Barren mit. Sehr schön. Warum nehme ich 4 mit? Weil ich, wenn ich jetzt richtig im Kopf habe, brauchst du 200 Liquid Osmium und ein Barren gibt irgendwie 180 oder sowas. Also man braucht irgendwie zu ein bisschen mehr als 2 Barren. Oder auch nicht. Ich weiß es gerade nicht mehr genau, das war auf jeden Fall irgendwie so. Auf jeden Fall, jetzt wo wir das haben,
können wir gucken. Digital Miner. Ich mache nochmal die Temperio. Den Demon Steel weiter. Machen wir mal so. 861. Start. Wir waren auf jeden Fall hier dran. Datenbuffer ist alles. Das waren noch die Basic Teile hier. Genau, die hat er ja nicht anerkannt. Der Robert und ich wollte jetzt schon gesagt haben. Und einen Digital Miner. So, wenn ich mich recht erinnere, war das auch eine Quest. Ja, Epsilon. Aber hier, aber da müssen wir noch einen Combiner machen. PRC, das wird auch noch lustig. Wir können ja einfach nochmal gerade hier so ein paar Quests claimen. Ups. So. Sehr schön. Wir haben echt schon viel geschafft hier in dem Modpack. Ich würde gerne irgendwie so eine Prozentanzeige sehen. Wie viel wir jetzt eigentlich schon wirklich haben. So, Refined Obsidian Ingots. Osmium Kompressor. Zeta werden wir jetzt bald auch anfangen. Das ist echt so etwas, was ich einfach nur noch offscreen machen werde. Oder vielleicht mal das Onscreen. Und das werden wir nachher auch abschließen. So. Das kommt da rein, das kommt da rein. Den packen wir auch mal kurz da rein. Rolled Up Newspaper und Redstone. Finde ich das lustig, dass es eine Zeitung gibt, einfach Bane of Artwork Post 4. Jeweled Apple ist nicht schlecht. Tier 1 Transpondent. Ja, okay. Das ist Müll. Haben wir ja schon ein paar Mal. Herzglas kann man immer gebrauchen. Die guten alten Walrosse und Cooking for Blockheads. Irgendwie habe ich so ein Gefühl, hier werden wir nicht mehr so den Awesome-Gewinn rausziehen. Aber naja. So, Demon Steel. Man merkt vielleicht, ich will jetzt krampfhaft gucken, dass wir die Barren fertig kriegen. Zack. 4, 5, wir haben es. Sechs, sieben und die Nummer 8. Und damit haben wir das allererste Extreme Crafting abgeschlossen. Boom! An Alchemist's Best Friend. Der Aristotle Stone oder Philosopher Stone. So, hier, naja. Mist. Ich wollte eigentlich den Chance Kassahid und aber naja. So, gucken wir mal, wie es jetzt hier weitergeht. Haben nichts weiteres freigeschaltet. Fuel for Days. Wir brauchen Eternalis Fuel. Gucken wir uns mal an, was das ist. Eternalis Fuel ist Mobius Fuel mit Alchemical Coal und das ist Kohle. So, machen wir mal hiervon 4 Stacks. So, Mobius Fuel. Eternalis Fuel. Und haben wir auch. Detect Submit. Claim Reward. Hier haben wir schon was. Den Suction Catalyst haben wir mal bekommen. Und wir bekommen Alchemical Coins. So, wie geht das hier weiter? Dark Matters. Ja, Dark Matter, ne? Wir brauchen Plutonium. Und wie kommen wir jetzt am Plutonium ran? Über den Cyanide Reprozessor. Und wie kommen wir an das Cyanide ran?
Ich glaube, da gibt es keine gute Möglichkeit, ne? Ja, gut. Das heißt im Klartext, da kommen wir erstmal nicht ran, es sei denn, wir fangen jetzt an, einen Big Reactor aufzubauen. Was ist denn die andere Questreihe da? Oh, eine Alchemical Chest. Die sollten wir doch hinkriegen. Was haben wir davon? Ich glaube, dafür mache ich mal Rezepte. Weil das scheint mir jetzt doch so ein Rezept zu sein, was wir ein paar Mal gebrauchen werden. Zack. Wird wahrscheinlich länger dauern, weil, naja, wir haben nur einen Stein. Also nur einen von denen hier. Ja gut, der ist gerade Brennzimmermütter, frag mich nicht wieso. 4. Können wir ganz kurz so gucken. So und so. Und dann können wir auch so sagen. Und ich mache da auch echt mal ein Rezept für so etwas. Sehr schön. Dann einmal Eternelles Fuel Block. Davon brauchen wir noch einen. Was brauchen wir noch für die Alchemical Chest? Wir brauchen Low Covenant Dust. Dass wir keine Charcoal haben, das zeugt davon, dass wir... Oh, das ist ein Skywood Lock. Wood? Das zeugt doch schon, dass es uns einfach viel zu gut geht. So, Charcoal, Low Covalence Dust, Medium Covalence Dust und Zack und High Covalence Dust. Was brauchen wir dann jetzt noch? Eine Obsidian-Truhe. Und wir brauchen noch einen Spirit Binder. Alchemical Chest. Was ist das Besondere an der Alchemical Chest? Nix. Die ist einfach ein bisschen größer. So, das ist wieder eine Quest, die wir abgeschlossen haben. Energy Condensed. Jetzt geht es los. Erst einmal, ich möchte den Lootpack öffnen. Nochmal Walrus, also Müll. Schauen wir uns mal den Energy Condenser an. So. Der gute alte Energy Condenser. Mhm. Mithril Large Plates, Mobius, Unstable Fuel, Cobalt Ingots, Jade Blöcke, Frozen Cores, Ender Crystals, Dark Matter, Red Matter, ein Item Fabricator. Mhm. Ich habe halt ein Problem mit diesen Blöcken. Mit diesem Item. Halt, wenn wir das jetzt haben, wird das Projekt einen dezenten Schub nach vorne bekommen. Das heißt im Klartext, was gibt uns für die EMC? 147.000. Wir schmeißen den Stack Nether-Stars rein und haben es dann einfach. Das könnte halt ein Schuss nach hinten gehen, aber ich habe auch ein Gefühl, wir werden es jetzt benötigen. Weil Demon Steel kommen wir nicht wirklich so weiter nur über Milizio-Essenz, weil, naja. Da kommt immer nur noch so schwallweise rein. Würde ich erstmal gucken, dass wir das vielleicht mal einen kleinen Moment nach hinten anschieben. So, was können wir dann stattdessen machen?
Ich hab's. Wir konzentrieren uns jetzt mal auf das Wireless Crafting Terminal. Wir brauchen das. Ja. Aha. Wir brauchen Glowstone Ingots. Und das nicht so wenig. Boah, ich weiß gar nicht. Ich glaube, das Beste wäre dann doch einfach, weil wegen so etwas. Es kostet einfach so viel und wir werden davon Mengen noch benötigen für. Ne? Das Beste wäre halt echt, wenn wir es gucken, dass wir dann doch auf die EMC rübergehen, aber dass irgendwie was begrenzen, dass wir das vielleicht nur für so schwer zugängliche Sachen machen oder Extreme Crafting Rezepte. Müssen wir mal gucken. Ich würde halt generell erstmal sagen, dass wir vorerst sagen Demon Steel, Extreme Crafting und sehr schwierige Rezepte. Wie so ein Wand of Animation hier. Weil, ganz ehrlich gesagt, für die Singularities, da werde ich mit EMC arbeiten. Ich glaube, anders ist das auch ein bisschen dumm. So, dann gucken wir jetzt einfach doch nochmal hier bei Kappa rein. Ich wollte. Wir können ja schon mal den Big Reactor anfangen. Einfach damit wir Cyanide kriegen. So, wir brauchen Reactor Casings. Gut, haben wir schon mal so gut wie gar nichts. Scheiße. Okay, wir brauchen auf jeden Fall Graphite. Wenn ich weiß, was Graphite ist Kohle normal geschmolzen. Das wäre sehr gut. Das darf nicht. Das ist recht nicht. Hier kommt auch nicht. Ah ja, hier. Gut. Dann haben wir das schon mal. Was brauchen wir noch? Wir brauchen noch Jellurium. Da würde ich sogar sagen. Dass wir das hier alles mal ganz kurz löschen. Davon haben wir ja echt zu Genüge. Das hat doch ein Rezept, oder? Ja, hat es. Ah, ja. Ich bin ein kluger Mensch. So. Jellurium kommt rein. Und auch nicht zu wenig. Stiel. 1000 Start. So, haben wir schon mal 4 Stacks davon. Der Reactor Controller. Auch Demon Steel of the Third. Leck mich, du bist Demon Steel of the Third. Okay, aber gar kein Thema. So viel sollten wir dann doch schon haben. Jawohl, guck mal hier. 58. Reactor Controller. Wir brauchen eine Reactor Control Rod. Jetzt fehlt uns wieder Redstone oder wie? Da. 5000. Zack. Machen wir mal 4 Stück. Reactor Power Tab, da brauchen wir Elektro-Silicon. Hab ich kein Rezept für die Silicon Bool? Das geht ja mal gar nicht an. Okay, also machen wir mal hier für Sandy Coal. So.
Wir brauchen dann eine Diamond Saw. Ich finde sogar, so faul macht das so. So, Sandy Coal. Eins. Das wird gebraten und gibt ne Quatsch, Quatsch, falsch, 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 falsch. Das gibt das. Die Silicon Bull. So, und das plus das gibt das. So, und dann. Oh fuck, merke ich schon, dass die Folge schon wieder rum ist. Beende ich hier die Folge und in der nächsten Folge bauen wir unseren ersten Extreme Reactor, Big Reactor auf. Extreme Reactor war 1.10. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.